Ja, vielleicht kann ich noch eine Episode erzählen, was wir auch so nebenher gemacht haben. Wir sind also zu zwei Leuten. Ich hatte einen Freund, der war 10 Jahre älter als ich. Sind wir losgezogen und haben nachts Zuckerrüben geerntet, in Anführungsstrichen. Wir kamen mit 4, 5 Zentner Zuckerrüben auf dem Bollerwagen nach Hause. Die haben wir am nächsten Tag in die Krautfabrik gefahren. Und in der Krautfabrik bekamen wir dafür Rübenkraut. Und das Rübenkraut haben wir dann verwendet, um Schnaps zu machen. Ich habe Bezug gehabt zu Bäckern und konnte also an Hefe kommen. Ich habe Bezug gehabt zu Geschäften, wo es Wacholderbeeren gab. Und dann haben wir Wacholder gebrannt. Und den haben wir dann, wenn die Sache ausgereift war, in der Nacht gebrannt. Wir beiden, deine Freund und ich. Und zu essen hatten wir nichts. Wir hatten vielleicht eine Scheibe Brot für die ganze Nacht, die wir auf einem Heizstrahler getoastet hatten. Das war unser Essen. So, und der Schnaps, der konnte gut verkauft werden. Ich hatte also namhafte Leute, die meinen Schnaps gekauft haben, für 250 Mark die Flasche. Und für die 250 Mark bekam ich ein halbes Pfund Butter auf dem schwarzen Markt. Das waren Zeiten, die vergisst man natürlich nicht. Da hatten wir auch unsere Freude dran. Morgens, wenn es hell wurde, ging es nach Hause. Dann wurde ein kleines Frühstück gab es, dann etwas gab es ja immer zu essen und dann ging es zur Arbeit. Das können die jungen Leute heute nicht mehr. Die bleiben dann zu Hause, das weiß ich von der Tochter. Wenn die mal aus waren, es ist ein bisschen später geworden, dann rief die Tochter an, die bei mir mit dem Büro gearbeitet hat. Vater, ich komme also später. Es ist gestern Nacht spät geworden. Sag ich, Kind, das hat es bei mir nie gegeben. Wir sind um 5, 6, 7 Uhr nach Hause gekommen und um 8 waren wir im Büro. Also das gibt es heute nicht mehr. Das können die jungen Leute nicht mehr. Die sind das nicht gewöhnt. Die können es sich auch nicht vorstellen.